Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge TFT. An dieser Stelle ein kleines Sorry dafür, dass es eine Zeit lang erstmal kein TFT-Content gab. Oh, wir müssen ihn hier nehmen, so eine Scheiße. Ja, das lag einfach daran, dass ich Geburtstag hatte und am Samstag einen ordentlichen Kater. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Geburtstag. Es gab trotzdem natürlich Content. Und es wird auch wieder Content geben, denn King of Spandau hat stattgefunden. Außerdem kommt heute auch noch TTT um 18 Uhr. Also, bleibt auf jeden Fall gespannt. Ja, ansonsten, was wir zocken werden, weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, ich werde ein bisschen über das Turnier reden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber wir haben bei Summoners Inn ein Turnier gemacht. Ich bin Dritter geworden, Maxim Erster, Sola Zweiter. Ich war am Anfang ziemlich lange sogar Platz 1. Aber ich habe dann gegen Mitte, Ende ein bisschen viel geforst für Kombos, die nicht ganz funktioniert haben. Ich habe öfter Ganzlinger probiert. Obwohl ich damit in meinen Trainings vorher gar nicht so viel Erfolg hatte. Und das hat dann ein bisschen gebackfired. Also da lief es dann nicht mehr ganz so gut. Worüber wir heute ein bisschen reden werden auch, ist übrigens, warum Maxim über für Elemente gegangen ist. Weil Elemente, das ist eine ziemlich interessante Variante, weil sie so unglaublich vielseitig ist. Du kannst fast in jede Meta-Comp außer White Shapeshifter Elemente reinspielen. Du könntest natürlich auch einen White Shapeshifter, Sorcerer, irgendwie noch Elemente jetzt reinkriegen, aber dann brauchst du halt wirklich insanes hohes Level. Und das Ding ist, dass ich glaube, dass Elemente die reliabelste Comp ist, also die Comp, die am ehesten immer funktionieren wird, weil sie unglaublich simple Win-Conditions quasi hat, indem du einfach vier Elemente gehst und dadurch eine Unit mehr auf dem Feld hast. Das ist super entspannt. Und das funktioniert gut. Während wir hier gerade so ein bisschen gucken, wofür wir gehen. Am Anfang nehmt ihr einfach immer möglichst viel mit. Wir haben hier, einerseits kann es sein, dass wir für Knight gehen, weil wir zwei Knights bekommen haben und einen vielleicht auf zwei kriegen. Es kann auch noch sein, dass wir für Noble gehen und es kann sein, dass wir Knight Ranger spielen. Selbst Knight Ranger zum Beispiel kannst du, da hat mich Pöcki drauf hingewiesen, der das gelegentlich macht. Selbst da kannst du noch für Elemente jetzt gehen und die Elemente jetzt Frontline spielen lassen. Was auch bewusst geworden ist, ist, dass Leute, die Combos forcen, wie zum Beispiel Mori, der mal für Glacier gegangen ist, nicht so die Chance haben. Du musst schon recht variabel aufgestellt sein. Deswegen überlege ich aktuell auch ein Meta-Report-Format auf meinem Main-Kanal zu machen, wo ich quasi immer einmal durchgehe, was aktuell denn eigentlich so gezockt wird. Ansonsten ist auch noch klar geworden, dass Ludo sehr, sehr stark ist. Ludo war insane contested bei uns die ganze Zeit. Und war auch immer unglaublich gut. Also Ludo auf jeden Fall eine Unit, die man im Blick haben sollte. Ja, das ist jetzt leider ein ziemlich schlechter Start, muss man sagen. Und wir gehen trotzdem schon mal auch für die Desanta Richtung Elementals, was ja gegebenenfalls hier passieren kann. Ansonsten haben wir halt eben zwei Knights, zwei Ranger und immer noch die Option Richtung Noble zu gehen. Wir könnten jetzt Items vergeben, aber die Runde werden wir so oder so verlieren. Wobei, weißt du was? Wir geben den Darius mal ein Redemption. Stellen da ein bisschen so auf, dass der Darius als erstes stirbt, aber die anderen trotzdem schon Damage kriegen. Ansonsten, wow, ich dachte, der hat jetzt tatsächlich schon Pirate fertig. Aber ein Gangplank zu kriegen auf dem Level ist natürlich auch schon hart disgusting. Darius hat dadurch jetzt auch mehr Mana, kann also ulten. Das ist sehr schön. Der Gangplank wird allerdings auch ulten, was fairerweise nicht so oft passiert. Aber wie ihr sehen könnt, ist Redemption fucking strong. Und wird dazu führen, dass ich diese Runde hier tatsächlich gewinne. Wenn ich das nicht so aufgestellt hätte, hätte ich verloren. Also ihr könnt unglaublich viel immer aus Items und Positioning machen. Der Gegner hat seine Items eben noch nicht vergeben. Wir hätten hier auch schon für einen Losing Streak gehen können. Ich habe relativ oft Open Fork probiert. Mit, falls ihr es gesehen habt, relativ wenig Erfolg. Das muss man auch dazu sagen. Das lief tatsächlich gar nicht so gut für mich. Stellen wir lieber den Pike auf. I guess so. Auch hier wieder Darius ein Feld nach vorne, einfach damit er früher die Akku zieht. Pike wiederum soll natürlich hier dafür sorgen, seine Stunts durchzukriegen. Wenn... Ja, kommt doch an, gegen was wir jetzt spielen. Ja. Jetzt wäre der Kassadin... Wäre der Kassadin besser gewesen? Hard to say. Darius wird auf jeden Fall seine Ult durchkriegen. Also auch hier wieder das Item macht auf jeden Fall den Unterschied. Sein Darius kriegt die Ult nicht durch, wegen dem Pikestun. Darius stirbt wieder als erste Unit, das heißt, er pockt Redemption. In dem Fall ist allerdings keiner bei mir bis jetzt wirklich low.
Aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Stun ist da. Lulu wird ihre Ult nicht mehr durchkriegen. Wir nehmen auch noch die Nidalee mit. I mean, why not? Wir haben Lissandra schon kurz vor 2. Das ist nett. Oh, wir haben Lissandra 2. Okay. Ich würde sagen, Lissandra ist the weirder Unit. Finde ich persönlich. Ich habe wenig Comps, wo ich mir denke, boah, geil. Ich habe die Lissandra. So, sie ist einfach, sie ist da und sie proc't Elemente, aber ich würde sie. Also, zum Beispiel wirst du sie im Late immer tauschen gegen Anivia, aber es gibt ja halt eben auch Glacial als Option. Hier kann es zum Beispiel sein, dass wir Elemente Ranger gehen, wobei wir Ranger-mäßig wenig getroffen haben. Wir könnten ein bisschen auf Eco gehen, indem wir das alles verkaufen und dadurch auf 10 kommen. Das ist durchaus eine Option, die wir hier haben. Ich weiß nicht, ob Darius ulten wird. Wird er? Nice. Sehr gut. Der Kha'Zix von ihm macht zwar auch ganz gute Sachen, aber jetzt kommt wieder der Redemption-Proc. Wir würden die Runde allerdings auch ohne das Redemption natürlich gewinnen. Aber sehr schön. Also souverän durchgekommen. Redemption unglaublich stark im Early. Locket auch unglaublich stark im Early, aber Locket scaled besser, weil Locket mit AP skaliert. Ich weiß nicht, ob Redemption mit AP skaliert. I'm not even sure. Das könnte sein. Wir können uns hier auf gar keinen Fall was aussuchen. Das wird alles weg sein quasi. Können aber überlegen, was wir gehen wollen. Wir könnten zum Beispiel Double Redemption spielen. Ein BF wäre cool gewesen für Spear of Sojourn, aber den kriegen wir hier nicht. Der Varus wäre ein Ranger. Der Ken wäre allerdings in Elemental. Für uns deswegen gerade eigentlich noch attraktiver. Na, steht auch ganz okay für uns. Wir würden vor ihm rankommen. Und haben ihn dadurch bekommen. Unser zweiter Elemente. Der dritte wäre Brand, aber Brand werden wir echt recht spät kriegen. Generell Elemente jetzt eher auf höherer Stufe. Das heißt, wenn ihr dafür gehen wollt, dann ist es oftmals so. Wir werden das übrigens hier nicht abusen und eine Unit mehr aufstellen. Ja. Ich glaube, wir lassen es trotzdem so stehen. Es kann sein, dass der Ken ein bisschen mehr machen würde als der Darius. Wir werden nicht mehr für Noble gehen. Wir haben immer noch die Ranger-Option und holen die uns so ein bisschen über die Bank. Oh. Die Fiora von ihm hat das. Das sollte allerdings okay sein. Pike. Brauchten wir jetzt eine schöne Ult? Die kommt auch, das Redemption kam auch. Oh mein Gott, der Mordekaiser ist einfach mit einem clean Triple Kill hier. Sickes Ding von ihm. Wir gehen weiter den Winning Streak, das heißt, wenn wir tatsächlich es schaffen, bis zur Golem Round durchzukommen mit 8 von 10, wäre das ziemlich sick. Eine Unit mehr würde uns gerade nicht so viel bringen. Ist die Frage, ob wir auf 8 und 10 jetzt überhaupt rollen? Ich glaube nicht. Lol. This is quite funny. Wir haben einfach eine Lulu 2 geschenkt bekommen. Müssen jetzt so ein bisschen gucken, womit wir dahin hingehen. Ne? Wir haben jetzt hier einen wilden Mix. Spielen aktuell keine Synergy. Oh, lol. Der hat einfach einen Force of Nature. Da wird es natürlich relativ schwer, was gegen zu machen. Was man jetzt auch sieht, ist, dass Darius auf jeden Fall der deutlich schlechtere Frontliner ist. Was einfach daran liegt, dass. Mordekaiser ist der schlechte Frontliner ist im Vergleich zu Darius, weil Darius halt einfach den riesen Vorteil hat, dass er sich halt nochmal heilt. Das heißt, er kann von diesen Mana, was Redemption bringt, profitiert er ein bisschen mehr. Ich glaube, es war nicht worth. Lulu 2 wäre cool gewesen, aber der Gegner hat Kasadin. Wir hätten auch mehr cornern sollen, damit Lulu nicht von Kasadin gehittet werden kann. Weil es in dem Moment halt für uns Win Condition ist. Und jetzt hätten wir den Darius auch ein Level hochgebracht. Das ist natürlich alles eher ein bisschen ärgerlich. In der Runde ist Pike eigentlich immer noch cool, ne? Ich weiß nicht, ob er cool genug ist. Ja, Lulu soll ein bisschen Aggro kriegen, allerdings nicht zu viel. Könnten die beiden Units verkaufen.
Lissandra 3 ist so ein Ding, wofür ich ganz, ganz selten nur gehen würde. Ich habe es jetzt hier gerade trotzdem angefangen gehabt, aber es ist an sich nichts, was unglaublich lukrativ ist. Ja, Ludo ultet, bevor Morde stirbt, das ist sehr wichtig. Jetzt leider ziemlicher Split-Damage. Ken kriegt noch Damage durch, dadurch kann Stunts durch, dadurch kann Ludo noch ulten. Was ziemlich sick ist. Das heißt, auch mit 4 Units kommen wir hier gut durch. Kriegen allerdings nur in der Notabführung ein Item raus. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Aber wir werden jetzt auch nicht heavy rerollen. Das macht gerade einfach für uns nicht so viel Sinn. Ja, das Redemption hat mir auf dem Darius deutlich mehr gefallen. Das war nicht so smart. Den Park werden wir auch nicht weiternehmen. Wir sind jetzt gerade auch nicht auf dem Winning Streak. Das heißt, wir könnten die beiden verkaufen. Für High Eco gehen. Oh, wir machen das. Wir gehen für High Eco. Das ist auch eine der Sachen, die ich sehr angenehm finde, wenn man für Elemente geht. Dadurch, dass das High Units sind, könnt ihr quasi einfach durchs Early Game durch. Und wenn ihr nichts wirklich krass bekommt, dann ist das gar kein Problem. Weil ihr trotzdem in der Lage seid, klarzukommen. Nidalee hat, glaube ich, nicht den hier geprockt. Das war wichtig. Darius hat leider seine Ultimate in einen sich spinnenden Kollegen gedonnert. Und Lissandra wiederum macht hier eine kleine Arbeitsverweigerung. Allerdings ist Lulu ein absoluter Carry und holt mir dementsprechend die Runde. Das heißt, wir können auch noch die Vayne mitnehmen. Wird wahrscheinlich aber nicht auf Ranger hinauslaufen. Dafür sind wir. Also die Vayne auf Level 5 noch hochzukriegen ist sehr unwahrscheinlich. Aber hier zu rollen wäre halt auch nicht worth gewesen aus meiner Sicht. Das heißt, wir gehen jetzt dafür, unsere Echo hochzukriegen. Ist ja witzig, dass ich noch eine Vayne kriege. Wir spielen den Cannon. Spielen wir den Cannon oder spielen wir die Vayne? Ich glaube, wir spielen die Vayne. Macht ein bisschen mehr DPS hier. Ist natürlich aktuell relativ schwach. Wir könnten auch Ranger-mäßig was wechseln. Wir könnten zum Beispiel die Sandra rausnehmen und dafür noch den Varus spielen, aber der ist jetzt auch gerade nicht mega strong. Ich glaube, jetzt sind wir gerade relativ schwach. Auf 5 sind wir nicht so stark. Wenn wir den Brand hitten, dann wird es auf jeden Fall unangenehm für die Gegner. So ist das. Jetzt gegen jemanden, der hier 4er Wide spielt, sollte das wenig Möglichkeiten für uns geben. Darius hält sich auch leider nicht ganz so viel, weil er in dem Moment Hero Reduction drauf hatte. Gar nicht gesehen, wer von denen das geprockt hat. Oder wer von denen das überhaupt procken kann. Redemption kommt noch. Lissandra ultet sich allerdings wieder selber. Aber wieder ist Lulu ein absoluter Hard Carry. Und das sollte eigentlich die Runde für uns sein. Ja, so ist es auch. Wunderbar. 2 Units verkauft. Wir könnten die beiden Vaynes rausnehmen. Aber wenn wir doch noch eine Vayne 3 kriegen, wäre das natürlich angenehm. Und ein Gold mehr hilft uns jetzt gerade auch nicht so mega viel. Sorcerer als Option noch zu haben, wäre nicht schlecht. Einfach weil wir ja nicht wissen, wann und ob wir den Brand überhaupt hitten. Morgana könnte auch Demon sein mit Varus zusammen, was auch nicht schlecht ist. Ja, und so chillen wir jetzt quasi einfach ein bisschen durch und gehen halt für eine hohe Echo, weil wenn wir uns den Rest angucken, der hat 3, der hat nichts, der hat 4, der hat nichts, der hat nichts. Der 2. Das ist an sich ist das für uns schon ein ziemlicher Vorteil. Hier wieder der Typ mit dem Force of Nature. Netterweise hittet der Kha'Zix allerdings relativ useless in der Gegend rum. Statt da sinnvoll was zu machen. Mordekaiser überlebt immer noch, wird sein Redemption trotzdem natürlich am Ende noch procken. Das ist alles sehr, sehr gut für uns. Die Lulu Ultimate hat uns wieder Zeit gegeben. Lissandra nimmt jetzt hinten den Damage wieder raus und die nächste Ludo Ultimate kommt. Unglaublich stark. Spear of Sojin könnt ihr übrigens auch auf Ludo setzen, wenn ihr sie kriegt. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Ludo-Fan. Auch ein bisschen erst durchs Turnier geworden. Davor habe ich es ja auch gelegentlich gespielt, aber jetzt nie als absoluten Carry wahrgenommen. Ist wieder kein Brand drin, aber das ist für uns sogar ganz gut, weil sonst würde wir an das Brand gehen und wir würden uns mit denen um die Brands zanken. Warwick mit dem BF wäre interessant. Ludo passt nicht wirklich in unsere Comp. Wir werden eins davon nehmen für Rabadons. Oder das für Locket.
Na gut, wir gehen da mit für Rabadons. Das wird ein Rabadons Brand werden. Es könnte übrigens auch Rabadons auch sehr, sehr stark in Kombination mit Locket. Für alle, die das nicht wissen, das geht nämlich damit. For some reason. Darüber kann man durchaus streiten, ob das so sein sollte. Aber wir gehen aktuell halt immer noch dafür, irgendwann diesen... Ach, komm, wir rollen einmal. Wenn wir jetzt den Brand da bekommen hätten, hätte ich mich natürlich gefreut. Ansonsten werden wir leveln. Mit höheren Level steigt eure Chance auf bessere Units. Und unsere bessere Unit, die wir brauchen, ist die 4 Unit, denn wir brauchen Brand. Die Fights aktuell sind alle relativ close, also wir sind eigentlich gar nicht so mega stark. Wir spielen jetzt wieder gegen den. Es kann gut sein, dass wir diesmal verlieren. Das hängt davon ab, ob der K6 diesmal ein anderes Target hittet. Oder wie sich das diesmal verhalten wird. Und wie der Mordekaiser sein Ultimate durchdonnert. Ah, das sieht nicht gut aus, ne? Der Kasanin von ihnen überlebt diesmal deutlich länger als das letzte Mal. Ludo sollte allerdings noch eine Ultimate rauskriegen. Das ist nett, dass der Kasanin da zumindest die ganze Zeit nur die Wen gehittet hat. Lissandra ultet sich wieder selbst. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie hat tatsächlich einen Gegner geultet. Damit ist unser Winning Streak weg. Ein bisschen ärgerlich. Aber wir gehen ja für eine High-Egg-Round. Das gleichzeitig auch noch den Winning Streak dabei zu haben, das wäre schon ein bisschen sehr, sehr dreist. Ich glaube, wir gehen jetzt sogar fürs Level Up. Kriegen eine Seju. I mean... Ich denke, wir gehen dafür. Wobei... Ich glaube, wir sollten eher dafür gehen. Ach, wobei, Morde wäre besser gewesen, weil wir hinten raus noch Phantom kriegen wären. Wir geben das der Seju an. Es liegt jetzt nicht daran, dass es auf hier mega geil ist, sondern dass sie einfach dadurch noch Mana hat. Oh, ich habe vergessen, eine Unit zu setzen. Ich bin ein bisschen retarded. Das ist der Varus, wird es allerdings nicht so schlecht. Die Ashe wäre natürlich besser gewesen, weil sie auch nochmal Glacial ist. So oder so, wenn wir sie vernünftig positioniert hätten, wären beide Units hier fein gewesen. Darius wird nochmal ulten und einen Redemption Pot kriegen. Das heißt, er ist wieder Full Life. Und unsere Vayne kann hier die Runde vielleicht sogar carryen. In Kombination damit, dass die Sandra mit ihren Auto-Attacks hat jetzt eben auch stunt. Hey, sie hat meine Gegner attackiert. Wie nett von ihr. Sie macht den verdammten Job mal. Yay. Hip, hip, hurra. So, jetzt kommen wir langsam an die Phase, wo man natürlich auch so ein bisschen gucken muss, okay, wofür gehen wir jetzt wirklich? Aktuell fahren wir einfach nur ein simples Bild ohne 3er-Units. Jetzt kriegen wir nah rein. Could be interesting. Ist halt ein Yordle noch. Passt jetzt hier nicht wirklich in die Comp, muss ich sagen. Nee, spielen wir nicht, spielen wir nicht. Spielen wir den Ken. Der ist gerade hier ein bisschen attraktiver für uns. Wir könnten auch Ash spielen. Na, wir hätten Ash spielen sollen. Dadurch pocken wir nochmal Ranger. Und 3 Glacials erhöht zwar nicht die Chance. Das wird bei 2, 4, 6 erhöht. Aber es hat halt einfach den kleinen, aber feinen Vorteil. Dass jeder von denen halt einfach stunnen kann und Ash halt eben auch eine Unit ist, die stunnen kann. Wir kriegen jetzt tatsächlich unser Spear of Sojin, das ist sehr, sehr gut und auch ein Rabadons, das heißt, ich würde das jetzt nicht Ludo geben, sondern ich würde tatsächlich auf den verdammten Brand warten, der jetzt irgendwann ja auch mal kommen muss. Kann das ja nicht ewig warten lassen. Jetzt haben wir allerdings den Ken. Wir werden uns von ihr trennen, I guess. Jetzt ist der Ken natürlich wieder besser. Die Vayne. Ich überlege, ob wir die Vayne rausnehmen für die Ashe. Wir machen das. Einfach damit von hinten noch ein bisschen mehr Stunts kommen. Ich glaube, wir könnten hier Lulu und Ashes Positioning ändern. Spear of Sojin jetzt auf Lulu zu geben, wäre stärker, wenn wir jetzt in der Phase unbedingt gewinnen wollen. Aber unsere Comp geht nicht auf den Win jetzt, sondern unsere Comp geht auf den Win in XY Moments. Wir nehmen den Morgana raus, weil wir sie nicht mehr nehmen werden. Den Varus behalten wir noch, weil wenn wir tatsächlich jetzt sehr, sehr bald einen Varus kriegen würden, dann könnten wir damit noch was machen. Nächste Ludo-Ulzimmer rein. Trotzdem muss man sagen, dass da hinten natürlich der Darius einen sehr, sehr guten Job macht. Und damit langfristig alle meine Units einfach töten wird. Die Ashe gibt sich Mühe, aber sie wird einfach getushottet von der Infinity Edge Rapid Fire Cannon Draven. Aber denkt dran, wir haben unsere Units noch nicht gesetzt, das heißt all good. Auf dem Level werden wir jetzt hier noch einmal komplett rollen. Wir kriegen den Varus, das ist nice. Wir kriegen Draven. Wollen wir allerdings nicht. Could be interesting.
Ja, wir können ja auch umsatteln für Sorcerer gehen, ne? So ist es nicht. Aber ich habe eben natürlich auch den. Nee, ich will nicht dafür gehen. Ah, jetzt hätten wir die Vayne, glaube ich, wieder reintun sollen, weil dadurch, dass wir Ranger haben, ist jetzt gerade DPS auf den Rangern entscheidender als extra CC. Wir müssen jetzt auch langsam investieren, weil, wie ihr seht, kriegen wir gut ins Gesicht. Das ist nicht so gut. Haben wir einen Losing Streak? Ich habe nicht ganz aufgepasst. Scheinbar nicht. Wir gehen auf 7. Die Vayne tue ich jetzt wieder rein, weil halt eben durch diesen Ranger-Proxy nochmal Attack Speed kriegt und damit stärker sein sollte als Ashe. Oder mehr dem Team gibt als Ashe. Nächste Runde gehen wir hoch. Wenn wir jetzt aber verlieren, ist es nicht schlecht, weil wir dadurch unser Positioning fürs Karussell verbessern und daher potenziell ein Brand sein kann. Wir könnten jetzt auch Volibear mitnehmen, um für Vierer Glacier zu gehen. Könnte auch noch eine Glacier Comp werden. Wie ihr seht, habe ich generell relativ wenig Synergies oder wenig harte Synergies. Wir nehmen einfach mal mit und gucken mal. Wenn wir jetzt noch zwei vorgeschlagen bekommen, dann wäre das natürlich delicious. Ja, aktuell ist unsere Frontline nicht stark genug und unsere Backline auch nicht. Eins von beiden sollte immer strong sein. Ansonsten macht ihr halt einfach keinen Damage und ihr könnt die Gegner nicht wegtanken. Lulu weiter nach vorne zu ziehen, hat sich auch als schlechte Idee hier entpuppt, muss ich sagen. Sie kriegt aktuell wenig Ults raus. Unser Positioning fürs Chaos hat sich allerdings massiv verbessert. Das ist sehr gut. Und damit können wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen was rausholen. Oh my goodness. Zwei richtig, richtig gute Units für uns. Sogar drei. Na gut. Wir werden scheinbar auf eine Sorcerer Comp noch gehen. Wir haben den Aurelion jetzt natürlich eben nicht mitgenommen und den können wir nicht behalten, weil Sorcerer of Sorcerer useless ist. Aber wir können hier auf jeden Fall nochmal Elemental Mage spielen. Das ist schon ziemlich disgusting. Weil wir halt einfach jetzt eine Unit zum Mage machen können. Und Brand zum Mage zu machen ist auch deswegen attraktiv, weil damit jeden Auto-Attack mehr. Ja. Oh, lol. Ich wusste gar nicht, dass man das so kriegt. Ich bin ein bisschen dumm, ne? Das hätte ich wissen können, I guess. Dreier-Glacier. Wir gehen für Vierer-Glacier. Oder wir spielen einfach den Cho. Ah, ich denke, wir spielen einfach den Cho. Wenn wir irgendwas hiervon nicht mehr benutzen. Ach, wir hätten den Ken reintun können, glaube ich. Ich glaube, der Ken wäre besser gewesen als der Cho. Der Cho hat auch ein ziemlich merkwürdiges Positioning von mir bekommen. Dieser andere kann sich nicht selber ulten, was in der Phase jetzt sogar sinnvoll wäre. Aber das hat nicht geklappt, weil sie einfach zu low war. Eigentlich sollten wir die Runde hier nicht so hart verlieren. Es liegt einfach daran, dass ich die falschen Units gestellt habe und sie auch noch falsch gestellt habe. Wenn wir jetzt tatsächlich den Brand nicht in nächster Zeit hitten, dann muss ich die Items der Lulu geben. Das ist dann einfach so. Aber here we go. Also, jetzt setzen wir den Knaben rein und den Knaben rein. Wir könnten die auch anders stellen. Er kriegt jetzt Spear of Sojourn, er kriegt jetzt einen Rabadons und er wird Sorcerer. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Sorcerer, aber das ist ja eher. Aber wir werden hier nicht mehr auf Ranger gehen. Ich kann die hier getrost verkaufen. Elemente gegen Elemente, das ist derjenige, der sich eben die Anivia gegönnt hat, der kleine Schlingel. Der Brand kriegt dummerweise seine Ult dadurch. Oh, ich hatte auch immer noch den Cho drin jetzt. Weil jetzt nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Hinten vernichtet meine Brand-Ult gerade einfach alle Gegner, die wiederum in der Kindred-Ultimate natürlich drinstehen, aber Brand kriegt hier definitiv zwei Ultimates raus. Das ist gar kein Problem für ihn jetzt in der Phase. Aurelion, achso, müssen wir natürlich noch gucken, wie viele Geldschütze wir jetzt spielen wollen. Wenn wir noch Anivia bekommen, könnten wir Ken droppen, aber. Okay, das ist really nice. Actually würde ich hier anfangen zu rollen. Ah.
Ah, das ist fucking strong. Darius werden wir austauschen für Cho. Sehr, sehr bald. Lisandra würden wir natürlich gerne austauschen. Würden wir auch gerne austauschen. Generell wollt ihr jetzt einfach möglichst viel CC reinspielen. Wir wollen auch auf 8 gehen. Aber weil wir eco-mäßig so gut sind und ich glaube, dass unser Lineup jetzt gerade sehr, sehr strong ist, wir allerdings unser Lineup durch Legendaries nochmal deutlich verbessern können. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, dass die Items besser auf Aurelion gewesen wären. Ich persönlich finde Brand allerdings kernbusted und habe deswegen meine Items sehr, sehr gerne auf Brand. Fühle mich da überhaupt nicht schlecht mit. Auch wenn hier natürlich die Brand ein bisschen troll war, aber hey. Und die Sejuani erst. What the fuck? Auch nochmal ein Bloodthirster. Zumindest könnten wir ihn haben, aber. Ich wüsste jetzt nicht genau, warum wir dafür gehen sollten. Upsi. Das hatte ich eben übersehen. Weiß jetzt gar nicht, warum ich auf 50 Gold runtergerollt bin, statt einfach Units zu sellen. Der Narr wäre doch interessant gewesen. Weil wir auf 3 Yordles kommen mit den Kennen, das habe ich vercheckt. Das heißt, hier hätte ich eher Narr statt Cho mitnehmen sollen. Ich kann auch beide spielen. Darius 2 wegen Knight hier mitzunehmen statt den Cho ist, glaube ich, ein Fehler. Ich weiß nicht genau, was mein Brand hier gerade Damage macht. Irgendwer von denen hat einfach meinen Brand gefokust. Relativ gemein. Aurelion lebt allerdings noch und die Gegner stehen eigentlich in einer schönen Line. Das Dumme ist, dass er jetzt ulten wird, wenn Kindred gerade Ult anhat. Oh, die ist gerade ausgelaufen. That's lucky. Und Ken hat die Ult an. Oh, er verliert actually. Oh, okay. This was surprising. Ja, der Darius macht hier gar nichts mehr. Das heißt, auch den nehmen wir raus. Wir sind natürlich jetzt. Wir sind ziemlich weak, oder? Ich dachte eigentlich, wir sind stark. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich weak. Tja. Ich meine, ist jetzt nicht so mega geil, ne? Ich glaube, das sollte man eher lassen. Das, was wir machen können, ist, wir können das den Aurelion geben. In der Hoffnung, dass wir noch ein Tier kriegen. Aber wir müssen es eigentlich gerade auch nicht vergeben. Gegen den sollten wir fein sein, ne? Der Brand wird nicht bedroht werden, sondern der Aurelion. Das ist jetzt erstmal natürlich auch nicht super geil, aber er wird eine Ult rauskriegen und damit seinen Job machen. Brand Ult kommt. Besser spät als nie. Aber da macht er nicht genug Damage für. Ja, wir werden jetzt noch ein Level hochgehen müssen, damit wir hier nicht rausfliegen. Auf recht peinliche Art und Weise. Noble Knight. I mean, in theory, yes. Aber in der Praxis eigentlich nein. Okay, wir haben jetzt Elemente, Sorcerer, Yordle, Glacier, Ninja. Oh, das klingt doch nett. Oh, das klingt nett. Oh, wir könnten auch für eine Kindred gehen. Oh, aber ich sehe nicht wirklich warum. Ich werde auch die Ashe hier verkaufen. Wenn ich die Ashe nicht mehr spielen werde. Wenn wir damit wieder auf 40 kommen und unser Eco weiter hochhalten. Dieser Narr wird ulten und mein Narr scheint dazu noch nicht so motiviert zu sein. Aber ganz am Ende wird er es machen. Da! Um den Enemy Narr in den Cannon rein zu donnern. Fantastisch. Derjenige wird hier auch sterben. Also rausfliegen. Sterben klingt so martialisch. Ja. Ja, nie wäre wär nett, obviously. Der Brand ist allerdings netter. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn der Brand beide Items hat. Tatsächlich ist Anivia netter. Gehen für Anivia. Durch Anivia können wir Lissandra rausnehmen. Lissandra ist eine sehr verhasste Unit ja von mir. Wir hätten auch den Ken rausnehmen können, um damit noch auf den Glacier mehr gehen zu können, indem wir die Ashe spielen. Aber die Ashe haben wir verkauft, weil wir nicht den Ken rausnehmen können, weil er in die Yordle Comp jetzt reingehört. Das heißt, er hat seine Daseinsberechtigung gefunden. Na, dadurch jetzt ein bisschen mehr in der Frontline. Anivia kommt hier hinten rein. Ludo wird ein bisschen weiter nach außen gestellt.
Ich werde trotzdem einmal auf 40 rollen. Ich werde auf 30 rollen. Ah, das ist quite unlucky, ne? Dass wir jetzt unsere 4 Units hier alle auf kurz vorm Level-Up haben, allerdings das Level-Up nicht kriegen, es tut ein bisschen weh. Der hat seinen Swain getroffen. Das ist für ihn unglaublich wichtig. Für uns ist unglaublich wichtig, dass Seijo die Ultimate rauskriegt. Das ist passiert. Dann Kennen mit der Ultimate, das Redemption kommt rein. Brand kann seine Ultimate setzen, wenn er eine setzt. Setzt er im Normalfall auch zwei. Hier hat das Ganze nicht ganz funktioniert. Unser Cho'Gath sollten wir ein bisschen anpassen. Er kommt überhaupt nicht in die Fights rein. Nötig, komplett weggesund. Aber wir machen auf jeden Fall guten Damage. Kennen noch auf 3 zu bringen ist, glaube ich, unrealistisch. Deswegen nehmen wir ihn nicht mit. Ich meine, wir könnten sogar noch auf ein Level-Up mehr gehen, aber ich glaube, es bringt uns einfach nicht so viel. Das heißt, ich roll hier wieder auf 30 runter und wir kriegen Seijo 2 und damit haben wir einen riesen Fortschritt gemacht. Ich glaube, wir können es allerdings so stehen lassen. Ja, wir könnten Na und Cho tauschen. Weil Na von hier auch besser in der Lage ist, gute Ultimate zu setzen. Ich habe gerne den Ken hier so in der Mitte stehen, weil er mit seinem AOE da mehr Leute treffen wird. Dass alle unsere Items auf dem Brand liegen und der 1 ist, ist natürlich ein bisschen bad von mir. Da hätten wir wirklich das eher der dem Aurelion geben sollen, da ich habe einfach Brand gesehen und Brand instant alles gegeben. Hat schon, weil kriegt seine Ultra links leider nicht raus, dann war das doch nicht so worth. Aber Na wiederum wird dafür gleich seine Ultimate rauskriegen. Die Brand Ultimate klatscht jetzt gerade brutal durch. Aurelion Ultimate noch hinterher, dann kommt noch der Na. Und klar, der Shen kann am Ende hier nicht tanken, wird allerdings CC'd. Und allein durch Elemente, da haben wir halt einfach auch immer diese Numbers Advantage, die halt einfach da ist. Wir haben noch Cho und Na als mögliches Upgrade. Wir bleiben hier jetzt konsequent auf 30, fast 30. Tanks in die Ecke, Damage steht da in die. Lulu auch in die, Lulu ist relativ wichtig hier für uns. Sollte eigentlich klar gehen. Wir könnten noch eine Lulu verkaufen, aber Lulu 3 wäre tatsächlich noch ein nettes Upgrade für uns. Wir werden die ganze Zeit so rollen, dass wir auf 30 sind, bis es halt nur noch ein Gegner ist und wir nicht genau wissen, ob wir gewinnen und dann wahrscheinlich alles All-In setzen müssen. Oder Elemente. Ich dachte, der zieht Aggro, das wäre sehr ärgerlich gewesen. Seijo hat die Ult nicht durchbekommen. Plus, der macht gerade insane viel Damage an allen meinen Units. Heimlicher Carry muss hier der Nah werden. Der mit seiner Ult allerdings natürlich mich jetzt auch nicht unglaublich glücklich macht. Oh, sad life. Habe ich nicht sinnvoll aufgestellt. Alter. Was wird das Spiel von mir, dass ich Seijo auf 3 mache? Hat sich gerade so angefühlt. Ja, wobei, wenn wir jetzt hart verlieren, dann ist es einfach over. Das heißt, wir rollen hier noch einmal runter. Bleiben auf 10 erstmal stehen. Ludo 3 noch als Option, Anivia 2 als Option, Cho und Brand sowie Na. Ne, Na ist 2. Heißt, viele Upgrade-Möglichkeiten auf dem Papier. In der Praxis kriegt sogar Lulu hier ihre Ult raus, ne? Insane, ey. Na, Ulte, bitte ein bisschen schneller, damit die MF nicht ihre komplette Combo da durchkriegt das nächste Mal. Das wäre sehr schön. Unglaublich viel CC auf der Gegnerseite. Richtig wichtig, dass unser Elemente jetzt hier gerade tankt, damit unser Brand auf jeden Fall zumindest eine Ult noch durchbekommt. Ah, oh, close, but still fucking hurtful. Show 2. That's a good one. Okay, damit auf jeden Fall nochmal Power dazu bekommen. Seijo, Cho, Na auf 2. Das macht nochmal einen großen Unterschied. Das Dumme ist echt, dass unser Brand hier alle Items hat. Ich überlege, ob wir den. Was wir jetzt machen könnten, ich glaube, ich hätte das machen sollen. Ich hätte Brand verkaufen sollen, den Brand rein und alle Items auf Aurelion. Das hätte ja gerade mehr gebracht. Ansonsten gefällt mir die Comp. Oh, sehr viel Potenzial auf jeden Fall drin. Seijo muss jetzt ulten, ultet auch. Das Wichtige ist, dass der Enemy Cho nicht ultet. Aber das wird gar nicht so einfach. Aber es funktioniert. Der Enemy Cho hat tatsächlich nicht geultet.
Unser Joe hingegen schon. Ist allerdings natürlich auch nur der Klon gewesen. Die battlen sich hier relativ lange. Die MF-Wit ist natürlich auch sick. Wir sind auf jeden Fall Zweiter. Okay. Boah. Ich glaube, wir hätten hier nicht mehr cornern dürfen. Gegen das zu cornern, was der da hat, ist schon sehr, sehr risky, weil wenn CJ oder Joe ihre Ult durchkriegt und dann MF natürlich ihre Ult durchbekommt, ist ziemlich RIP. Ich glaube, wir hätten hier auf jeden Fall splitten müssen. CJ ultet, sehr schön. Da kommt die angesprochene MF-Ult. Aber Brand zerstört ihn halt einfach gerade komplett. Das heißt, wir kommen jetzt nochmal ins Karussell rein. Ist jetzt für uns wenig Value. Wir werden auf jeden Fall die Kay wegschnappen. Das ist super wichtig, dass ihr im Karussell im Late halt versucht, den Gegner einfach nur Dinge zu denyen. Hier in dem Fall halt eben die Kayle. Ich glaube trotzdem, dass noch ein Split für uns besser ist. Das Wichtige ist, dass ich auch Redion und Brand nicht auf derselben Seite habe. Bisschen nochmal nach außen gemacht, damit die MF-Wood auf jeden Fall nicht trifft. Das ist die Frage, ob dadurch jetzt sein Show eher zur Ult kommt und wir dadurch das Ganze verlieren. Das wäre natürlich ein bisschen unlucky. Unser Brand lebt noch. Und wir gewinnen auch diese Runde. Bisschen knapper als eben, aber das muss eigentlich nicht allzu viel heißen. Wir können jetzt für Anivia rollen. Ansonsten sehe ich keine Upgrade-Möglichkeit. Ja. Er hat ein bisschen angepasst, ich habe ein bisschen angepasst. Oh shit, der Kassadin von ihm ist sick. Also sick platziert. Brand kriegt trotzdem seine Ult zumindest einmal durch und okay, Kassadin sein Kumpel MF da direkt nebeneinander zu stellen, war dann doch nicht so smart. Das hat ordentlich gebackfired für ihn. Ist tricky mit der Aufstellung, muss ich sagen, weil mein Brand natürlich auch davon profitiert, wenn er stackt, sonst was ist. Aber trotzdem, der Win ist da. Ja, Elemente sind einfach eine starke Kombo. Hier habe ich allerdings natürlich dann auch drumherum einiges bekommen. Am Ende hatte ich eine sehr, sehr sicke Comp. Das war eine weitere Runde TFT für euch. Haut rein!